Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich habe doch jemanden mitgebracht. Hallo, ich bin die Xavina. Ja, guck mal, der Hund begrüßt dich doch auch schon. So, hi, wuff, 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 wuff. Hast du gerade gesehen? Hallo. Einmal Ja. will Fernsehen gucken, das läuft ja aber nicht. Außer der Hund hockt sich daneben. Guck mal, der guckt mit. Ach, süß. Ich habe mich in den Hund verliebt. Der guckt ja voll mit. Hasenhund, das ist ja der Hammer. Was meinst du, was sollen wir hier machen? Wieso muss ein Eimer so schnell immer baden? Was ist denn los mit dir? Was machten die? Ja, okay, die arbeitet auf einem Friedhof, Ah, aber. die muss, glaube ich, mal ganz dringend auf Klo. Das hier, Hahn dran. Ja. Ist ran voll. Ja. Muss ich auf Toilette? Wie? Wenn es leer ist, dann muss die auf Echt? Toilette. Ja. Bin ich jetzt komplett bescheuert oder so? Wahrscheinlich! Das ist der Grund, Ich warum du hier bin bist. bescheuert. Ja, ich glaube auch. Der Hund, Ja, der das bellt ist alles ja. an, das ist ja der Hammer. Ich bin verwirrt. Das macht nichts, das bin ich im Dauerzustand. Das geht schon voll klar. Ah, die da. Ein Friedhof, guck mal, ein Grabstein. Die denkt an den Friedhof. Ich will, dass du tot bist. Dann gehen wir zusammen in Ruhe schlafen. Einmal, du kranke, liebevolle Frau. Hä? Sie badet ihn. Ich wollte, dass die badet. Hoppala. Ah, der lässt es auch noch mit sich machen, Ja, normal. Lässt sich komplett verwöhnen. Oh ja, Baby, verwöhn mich. Gib ihm. Oh, du machst es gut. Oh, scheiße, mein Handy. Guck mal, sogar ein Sims hat jetzt jeder ein Smartphone. Oh, mit einem Föhn in der Badewanne. Einmal. Verschwindet und bringt. Ich lebe noch. Die ist ja krank drauf. Ja, geh ans Handy. Was ist denn los mit dir? Wie geht denn das? Ah. Hey, ich habe gehört, deine Eltern sind nicht in der Stadt. Du solltest eine Party schmeißen. Komm, wir geben eine Party an. Party! Eine Todesparty. Danach töte ich alle. Hallo, willst du Die mit der anderen Party beiden kommen? eigentlich. Die sind weg, keine Ahnung, wo die sind. Passt doch hier in dem Spiel nicht auf. Ich weiß doch nichts. Komm, schlag's alle ein. Ich weiß, das ist eine dicke, fette Party. Teenager-Party. Gib ihm, Beginn der Party. Ah, 22 Uhr ist so ein bisschen schwul. Wäre mir ganz hart gewesen, hätte ich jetzt 22 Uhr 1 gemacht, aber. Kleiderordnung, ungezwungene Kleidung. Hey, das heißt ja, halb nackt hier. Woo, Party-People. Die Party von einmal geht bald los. Vielleicht sollst du langsam mal etwas vorbereiten. Was? Ich muss was vorbereiten? Ich sollte vielleicht mal duschen gehen. Ich stinke. Aber das macht ja nichts. Ich bin im Eimer. Ich darf das. Guck mal, die stinkt ja wirklich. Bad des Bösen nehmen. Dann nimm ein grausames Bad. Aber was heißt denn Bad des Bösen? Ich hab nicht mal eine Anlage, fällt mir auf. So eine Party ohne Musik. Das Lieben wird Freunde, peinlich. wir lernen jetzt für die Schule. Warte mal, ich muss eine Anlage kaufen. So, wie geht denn das? So, hier ist Audio, eine dicke Stereoanlage von 475 Simoleons. Geht auch ein bisschen billiger. Rock'n'Rock Stereoanlage, die ist ja cool. Aber ein Lautsprecher ist auch ein bisschen mäßig, oder? Holen wir uns das Ding. Spaß, viel. Hatte ich nicht mal eine Anlage gekauft, da bin ich einfach nur erbärmlich blöd. Ich glaube, ich bin erbärmlich blöd. Ich brauche jetzt hier so einen kleinen Tisch. Nicht Barhocker. Ist kein Tisch? Ja, so irgendwie so einen kleinen, hier so einen Beistelltisch. Genau, sowas habe ich gesucht. In dieser verschäbigen Wohnung hier. Perfektes Gestell. Ja, das sieht aus wie eine Mülltonne irgendwie. Krabbennetz-Beistelltisch. Ach du Scheiße. Sieht voll komisch aus. Bäume im tiefen Wald. Naja. Ist schwierig, ne? Jahreszeiten-Beistelltisch. Dunkler Mitternachtstisch. Oh Mann. Das ist jetzt nicht mehr normal. Achteck-Beistelltisch. Was würde denn hier reinpassen? Was meinst du? Ich guck schon grad. Gibt nichts, Aber ne? Was ist das Scheiße, so ein irgendwie. Klapptisch. Eieiei. Beistelltisch, ich war's nicht. Das ist alles, der hier reinpassen Ja, der würde. sieht gut aus, aber der ist Teuer. teuer. Ach, wir haben's doch. Wir haben's doch. Flüssig. So.
Und diese Anlage hier dann noch, wo ist die gewesen? Hier, die hier. Passt. Fällt gerade so ohne, aber geht. Irgendwie ist die Wohnung voll dunkel, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie schon, aber das liegt an dem dunklen Holz. Überall. Ich glaube eher, das liegt an der scheiß Beleuchtung. Wir haben gar keine. Aber auch an dem dunklen Holz. Mal, ich will mal gucken, ob was passiert, wenn ich hier so ein Licht reinsetze. Irgendeine Standleuchte, irgendwas Schniekes. Was ganz Feines. Das ist ja schäbig. Ah, das ist echt schäbig. Messing, Deckenfluter. Das ist doch ein schönes Teil. Bam. Gib ihn. Na, die Wohnung ist schon viel heller geworden. Ne? Komplett. Ja, guck mal, Hitler, was er für eine Lampe hat. Seine Wanderlampe. Das ist ja auch nicht gut. Ach du meine Güte. Also eins ist mir klar geworden, nach dem Spiel sollte ich niemals eine eigene Familie aufbauen, denn irgendwie, entweder sie leben alle im Dunkeln oder sie werden alle daran sterben. In der puren Finsternis. Ja, jetzt haben wir eine Anlage, wir sind bereit für Party! Mir musst du nicht vorbereiten. Keine Ahnung, was ich machen muss. Warte mal, wir können nochmal im Kaufmenü gucken. Hast du Bock auf Party? Ja. Na, ist das nur zum Einrichten oder was? Ich hab keine Ahnung, was ich brauche für eine Party. Ich hab noch nie eine Party geschmissen. Küche, Mama Küche, was ist denn da? Na, nur die Möbel, ne? Ich glaube ja. Ja, so ein Buffet oder irgendwas kann man halt noch machen, denke ich mal, oder? Keine Ahnung. Oder ich baue drei Spiegel hier auf und mache ein Spiegelkabinett. Boah. Party! Alarmanlage, Fernseher. Eine Konsole vielleicht. Boah, $750, Simoleon, mich verarschen. Guck mal, sieht aus wie eine PlayStation 2, ne? Ja. Und was könnte das für eine Konsole sein? Game Drive, oder wie die Dinger heißen, ne? Ja. Komisch, was soll ich denn machen für eine Party, Mann? Kinderzimmer. Eine Babyparty. Einfach behaupten, ich bin schwanger. Hier Outdoor-Aktivitäten, Außenbeleuchtung, Gartenstühle, Gartendeko, Transport. Hier gibt's ja gar nichts für eine Party. Nicht mal Luftballons irgendwie. Sollen die denn sitzen oder sollen die nur stehen? Sollen die stehen, dann mal was ist. Ah, hallo? Sitzen. Sitzen. Wer bin ich denn? Gibt's nicht. Ach, Alkohol muss bestimmt fließen. Ja, eine Strandpartybar, genau. Eieiei. Kann ich mir nicht leisten. Heute gibt's nur Orangensaft. Orangensaft. Ja, hast du mal die Preise gesehen? Wie viel Geld hast du denn noch? Ich habe hier unten 897 Simoleons. Ja, nur wegen der Party jetzt alles ausgeben. Ja, normal. Ist das nicht immer so? Nee, gibt's nix. Scheiß drauf, da wird's halt ein Reinfall. Ist mir auch egal. Hauptsache, ich stinke nicht. Die soll einfach irgendwas... der Kühlschrank stinkt. Guck mal. Woher willst du das wissen? Siehst du diesen grünen Qualm? Krass. Reste essen, verdorbenes Essen ausräumen. Das wäre mal eine Idee, bevor die Leute kommen. Abendessen essen, Abendessen servieren, Gourmet, Tierfutter machen, schnell etwas essen, Abendessen servieren. Macaroni mit Käse, Herbstsalat oder Tofu-Hotdog. Das heißt, man tut einen Hund da reintun. So, was machen wir? Macaroni mit Käse oder Herbstsalat? Spießerparty. Heute gibt's nur Salat. Mehr gibt's nicht. Mach mir Macaroni mit Käse. Ja, Macaroni. Dicke Macaroni. Komm, Alma. In 15 Minuten kommen deine Leute. Die kommen jetzt sogar. Der erste Gast ist da. Zeit, die Party in Gang zu bringen. Damit die Party ein Erfolg wird, sollst du dafür sorgen, dass sich alle gut amüsieren. Oh Mann, und die sind immer noch am Baden, ne? Alma! Alma Wade hat alle Bedenken über Bord geworfen und eine wilde Party veranstaltet, während die Eltern nicht zu Hause waren. Diesen Moment der Teenager-Rebellion wird sie nie so schnell vergessen. Wird sie nicht so schnell vergessen, ja. Die Party von Alma geht bald los. Vielleicht sollst du langsam mal was vorbereiten, haben wir schon gelesen. Gut. Party! Und die sind am Bahn. Was sind denn die? Ist abgehauen. Ich hab mich aufgemacht. Ich hör jemanden reden. Ach, da draußen sind sie doch schon. Ach, die amüsieren sich doch, die Partylöwen. Reden über Regenschirme. Wenn das nicht amüsant ist. Hau dir mal diesen Playboy rein. Ist das eine Frau? Ist das eine Frau? Oh, aber ganz ehrlich, von der Seite sieht es aus wie so eine Kampflesbe, oder? Ich bin eine Lesbe. Ich hab eigentlich unten kein Lüdel, aber ich tue so.
Alma ist gerade aufs Maul gefahren, ist mir aufgefallen. Oh, ich dachte, boah, Alma, Alter. Ja, vor allem hat sie noch die Badewanne gesprengt. Boah, diese Frau ist so bescheuert, das ist der Hammer einfach. Ja, die dürfen einfach rein, weil der Party ja ist. Ey, ist mir aufgefallen, ich habe 4 Leute eingeladen, 2 sind gekommen. Ja, vielleicht kommen die anderen noch. Ja, so Partysprenger kommen so 5 Minuten später. Party! Ja, guck mal, der amüsiert sich doch recht mit dem Stuhl. Oh mein Gott. Ja, jetzt sag nicht, dass das keine gute Party ist, komm. Da kann man baden gehen. Da hier so Party-People, so eine Wasserparty ist das. Scheiße, jetzt sagen sie mal diese... Guck mal, die erzählen sich gruselige Geschichten. Guck, und die Kampflesbe hat Angst. Oh nein! Was, er hatte keinen Penis? Oh nein! Ich bin 5 Minuten zu spät gekommen, ich bin cool. Komm, ist Hund oder Futter? Süße. Ah, Krakel. Die lieben sich. Oh Mann, sich. Wie die aussieht, das ist der Hammer, ey. Vielleicht kommen die Eltern nach Hause, kommt Hitler nach Hause. Was ist denn hier los? Totaler Krieg. Oh, es sind vier. Guck mal, die kommt ja schon müde, dieses Partybiest. Was ist denn mit der los? Die legt sich gleich in ein Glasbett. Ah, na klar, hier, komm mal hier, die Party, die läuft. Da, bei Modern Talking geht jeder ab. You're my heart, you're my soul, I can't wait. Also ich kenne das ja Lied ja gar nicht, nur irgendwo stehen gerade die Songtexte. I'm awake, ist soeben das Essen angebrannt. Sie wird nie vergessen, einen Moment nicht aufgepasst und plötzlich einen verbrannten Geruch wahrgenommen zu haben. Und noch angebranntes Essen. Gib ihm. Also wenn heute nicht diese 2 Lesben hier ins Bett waren, dann... Oh ja, die hassen sich. Alma, wann willst du dein Party-Outfit anziehen, ne? Gute Frage. Auf einmal schlägt die sich jetzt ins Bett. Gute Nacht. Die legt sich schlafen. Ich wollte schon sagen. Nee, ernsthaft, die legt sich schlafen. Was? Und die schleicht sich an. Schrecklich. Alter. Kannst du die nicht wecken, wenn die einmal schlägt? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Alma, steh auf! Bist du behindert, Mann? Stehst als erstes auf deine eigene Party ein, das ist nicht normal. Also bei einer guten Teenager-Party müssen noch mindestens 2 ins Bett, oder? Mindestens. Komm, Alma, bagger dich ran, such dir einen. Der gefällt dir. Willst du mit der Lesbe ins Bett? Oh, ja, eine Lesbe. Oh, na, was habe ich gesagt? Ich kenne dich erst seit 5 Minuten, aber ich glaube, ich verspüre unendliche Liebe. Das mit uns zwei, das kann was werden, auf jeden Fall. Ich liebe Kinder, ich liebe dich. Die Musik ist gut, dann. Yeah. Ja, und die? Was war das? Ist ihr auf den Fuß getreten? Alma Wade beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Alter, was eine Party. Ehekrise. Boah, ja, kein Wunder bei der Atmosphäre hier. Kann doch mal Arsch lecken, du scheiß Kampflesbe, du. Ich nehme jetzt den anderen. Ist mir jetzt egal. Sieht aus wie die eine von Twilight, oder? Aber die lässt auch nicht locker, der oder die wieder das. Ah, ich kann mit der Maus nicht umgehen, merkst du das? Mit der Kamera. Oh, einmal telefoniert. Hier lädt noch mehr ein Fuß hoch. Oh nein, ein aufmerksamer Nachbar hat die Polizei gerufen. Brich die Party lieber ab, wenn du keine Schwierigkeiten willst. Raus hier! Wie breche ich die Party ab? Oh mein Gott. Freundschaftlich begrüßen. Vielleicht soll ich auch einmal meine Gäste begrüßen. Ich muss gehen, die Party war nett. Ihr müsst gehen. Die funkt den dazwischen. Wollen wir wetten? Die treten sich also auf den Füßen. Ach, wir lassen die Party schmeißen. Die Bullen sollen kommen, ist egal. Warum ruckelt denn das gerade so? Ich hab grad Standbild. Die Party war zu heftig. Yeah, die Party war krass, Partycrasher. Ey, nee, ohne Scheiß, ich hab grad voll Standbild. Hallo? Guck mal, die Frames sahen irgendwie voll komisch gerade. Ja. Hallo? Ah, oh, ihr habt ihr gesehen. Party gesprengt. Heftig. Guck mal, die Bullen. Polizei. Langsam muss es gehen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank. So, was haben wir denn hier? Du glaubst also, du kannst eine Party veranstalten, wenn die Erwachsenen nicht da sind? Ich rufe deine Eltern an. Ich muss gehen. Die Party war nett. Tolle Party. Wohl eher das Gegenteil. Ich bin weg. Nur einer hat sich amüsiert. Das Haus muss aufgeräumt sein. In einer Stunde kommen die Eltern nach Hause.
Ja, ist doch sauber. Was haben die für Probleme? Boah, aber wie krass die das Bad gesprengt. Ach, Mann. Na, das war doch eine richtige Teenager-Party. Da ging alles schief, was schief gehen konnte. Die Feier von Alma ist ganz gut verlaufen. Die Gäste sind froh, dass sie dabei waren. Ja, glaub ich aber kaum. Naja, da waren sie sehr schmeichelhaft. Oh, Alma ist verkeimt. Oh, hast du gerade die Herzen gesehen? Alma ist verliebt, glaube ich. Hat die Schlampe mit irgendjemandem Hände gehalten? Alma, du schmutziges Ding, du. Nee, irgendwie hat sie hier mit niemandem Liebe aufgebaut. Die meint bestimmt den Hund. Die will pillen. Alter, mach die Musik aus. Ich werd bekloppt, ich tu mir jetzt raus, ne? Tja, Freunde, diese Party, die war einfach nur genial. Oder ich würde mal sagen, wir warten noch, bis die Erwachsenen hier kommen. Guck, siehst du es? Ja, der hat eine Glatze. Hit hat irgendwie eine Glatze bekommen und Mario hat seine Mütze verloren. Bei seinen Abenteuern. Here I go! Warte mal, wir spulen mal vor. Wo ist der Hund eigentlich? Der hat die ganze Zeit geschlafen, ne? Ja, der ist am Schlafen. Der hat nichts mitgekriegt von der Party. Oh, süß. Da sind sie. Ja, warum essen sie seine Mütze weg? Keine Ahnung. Er hat eine Glatze oder was? Was ist denn das? Na, guck mal, wie das sich freut. Hi! Oh, mir ist so kalt. Oh mein Gott, was ist mit dem passiert? Ja, und Hitler wird alt. Das ist halt nun mal so. Guck mal sein Gesicht an. Charakter! Oh nein, ich dachte gerade, der tanze. Die hassen sich ja, die zwei. Ja? Ja. Guck mal. Und Mario, geht's dir gut? Hallo? Pass auf, vielleicht bekriegen die sich. Sag ich gleich weg, guck. Die hassen sich, keine Ahnung warum. Oh, einmal ihr leckeres Essen, hast du mal gesehen? Boah, was hat die hier gemacht? Boah, wie, was ist denn da los? Mord in schönen Sichtingen. Oder er nimmt sich einen Teller. Lecker! Wer ist das jetzt? Deutsche Speise! Komplett schwarz! Warum esse ich was Schwarzes? Okay, egal. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!